Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Und wir widmen uns der Mission Grünhautrüstung. Kommandant, wir haben das Basislager der Tech-Priester gefunden, aber es ist in ernster Gefahr. Ein Ork-Mob ist direkt auf dem Weg dorthin. Diese Grünhäute haben gerade eine Schneise durch mehrere kleine Kommunen und Außenposten geschlagen. Ihr Anführer nennt sich Gorwaza und gibt seine Befehle aus einem mächtigen, erbeuteten Panzer. Die Orks dürfen das Lager der Tech-Priester nicht erreichen. Sind die Tech-Priester einmal tot, werden wir das astronomische Feld vielleicht niemals finden. Halten Sie Gorwaza auf, bevor er zum Basislager kommt. Okay. An die Mission kann ich mich gar nicht mehr erinnern, so richtig. Was für eine Mission für Melterbomben. Sehr gut. Die ganze Zeit dabei gehabt und jetzt, wo es soweit wäre. Naja, egal. Und da kommt die Kapsel zum tausendsten Mal nach unten geknallt. Bam. Kommandant, Sie müssen sich beeilen. Gorwaza ist bereits am Basislager. Ich habe seine Position auf Ihrer Anzeige markiert. Schnell, bevor wir zu spät kommen. Da treffen wir uns kaum. So, und ich bin diesmal dann mit dem Oberkommandierenden, also unserem Aramus und Sule. Tude, wie auch immer. Ich finde ja Sule klingt irgendwie cooler. Aber egal. Jedenfalls mit unserem Cybot unterwegs. Und werde hier jetzt fett austeilen. Das Schöne ist, er stirbt hoffentlich nicht so schnell wie Thaddeus. Das glaubst auch nur du. Dafür ist er halt langsam wie Sau, aber egal. Das kann man da ruhig mal in Kauf nehmen. Der ist halt einfach awesome. Aber auch bloß, weil er ein ehrwürdiger Cybot ist. Ach nö, auch ein normaler Cybot ist cool. Ach, das Problem ist, wir hatten Thaddeus mit dem Reparaturkit ausgerüstet. Das ist mir auch gerade so eingefallen. Jetzt hat niemand ein Reparaturkit mit. Scheiße. Oh Gott. Ups. Sehr schön, dass wir immer alles so grandios durchdenken und wenn es drauf ankommt. Versagen wir. Oh Gott. Naja, egal. Wollen wir uns erstmal unten rechts den Punkt holen? Nee, den brauchen wir nicht. Aber da gibt es doch mit Sicherheit Gegner. Ja, das ist egal. Hier kommen noch genug. Ich gehe jetzt trotzdem wieder. Ich muss das für mein Gewissen haben. Ich hätte mir erstmal das Kommunikationsfeld geholt, dass wir noch einen Artillerieschlag bekommen. Ich habe nämlich plus zwei. Los, du hast überhaupt irgendwas. Ich hab nix. Ja, weil Arvitus und Tarkus einfach awesome sind. Ja, naja, wenn ich einen Cybert hab, dann kann ich da ruhig mal drauf verzichten. Dann lass den Cybert aber auch nicht drauf gehen, ne? Ach was? Wer würde denn sowas machen? Oh, jetzt habe ich beide zurück zugewogen. Naja. Da stapft er vor sich hin. Das sieht. Oh, wie süß. Das ist so putzig, oder? Schnell weg! Los, lauf! Wird er eigentlich einen Punkt? Deswegen habe ich dir gesagt, geh auf Leben, damit er die Reparatur bekommt. Ja. Zack. Das ist schon cool.
Ich frage mich nur, wieso die beim Rückzug halt immer so schnell sind und es ansonsten nicht hinbekommen. Aber gut. Die haben ein Rückzugsmodul in der Rüstung drin, was die Servomotoren in der Servorüstung verbessert. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, ne? Darum sage ich es ja. Ich erzähle nur Sachen mit Sinn. Also Unsinn vielleicht, ja. So. Meine Güte, das dauert aber. Wäre übrigens effektiver, wenn er seinen Flammenwerfer nutzt, also einen Fernkampfangriff anstatt einen Nahkampfangriff gegen das Gebäude. Das mag sein. Das Problem ist, dass wenn ich das versuche, irgendwie immer umzuschalten zwischen den Modi, dann funktioniert das bei mir nicht. Manchmal nimmt er den Flammenwerfer, manchmal nicht. So. Ist halt blöd, dass wir den jetzt nicht reparieren können. Du hast es erfasst. Ach so, eine Kacke. Jetzt haben wir einen Cyborg und dann geht der auf den ersten paar Metern schon drauf wahrscheinlich. Oh, schnell weg von der Granate. Oh, bleib doch nicht stehen, du Depp. Hauptsache, der kann die awesome killen. Lieber geht da drauf. Ja, wir können ja wiederbeleben, so ist ja nicht. Du musst mich bestimmt gleich wiederbeleben. Ja, kümmere dich doch zuerst um den Killerbot und dann um die Orks. Ach, das wird völlig überbewertet. So, jetzt ist der Cybot gleich kaputt. Denkst du daran, dass der Cybot auch eine Fähigkeit hat? Ja, aber die braucht 100 Energie und... Moment mal, wieso kann ich sie gerade nicht aktivieren? Ah, im Moment, wo er gestorben ist, hätte ich sie aktivieren können. Sehr praktisch. Ich hatte die ja schon mal benutzt, aber... Gut, also das Gebäude hier hole ich mir jetzt also nicht. Richtig. Schade. Oh, das schon mal hier sind, ne? Ja. Sah gerade aus, als ob der Cyborg gestolpert wäre. Das grad so, hat gerade so einen weiten Schritt gemacht. Hand der Gnade. Eine Energiefaust. Eigentlich müsstest du ja sogar die zweite, also das Reparaturkit mitnehmen. Ja, weil ich sowieso mal neben dem rumrenne, oder wie? Richtig. Ja, das Problem ist, dann müsste ich jetzt nochmal auf... Achso, nee, noch einen Slot kriege ich nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Wobei, nee, mit dem habe ich ja nur ihn. Glaube ich. So viel Ungewissheit. Naja, Unwissen ist besser wie Halbwissen. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich schon. Schießen! Los, auf sie! Irgendwie ist die Mission so ein bisschen ereignislos. Ja. Bis wir dann endlich beim Bosskampf sind. Ja, okay. Ist kennst du noch den Bosskampf von Retribution mit Daisy? Ja. Das ist so ähnlich. Okay.
Stacy war schon cool. So, gibt es nicht irgendwie eine andere Chance, das Leben vom Cyber zu generieren? Naja. Naja doch, wenn er die Fähigkeit hat, mit der Reparatur. Ja, okay, das. Aber ansonsten, nö. Ist natürlich etwas unpraktisch. Ich würde ihn halt schon ganz gern hochleveln, weil es halt schon ein geiles Teil, ne? Aber ich würde ihn jederzeit gegen vernünftige Terminatoren eintauschen. Richtig, ich auch. Weil ich meine, kann sich der Cybot auch seiner wohlverdienten Ruhe hingeben. Ist es nicht eigentlich immer so in dem Universum, dass die halt dann total verehrt werden und so, ja, wir müssen sie total schonen? Ja, meistens schon. Also in den meisten Orden ist es so, es gibt halt bloß so Iron Warriors in die Richtung. Die werden halt aktiv im Kampf benutzt, weil sie einfach ausreichend von den Dingern haben. Aber so in Orden wie Ultramarines, Blood Ravens, da sind die doch relativ rar. Und werden im Prinzip die ganze Zeit bloß im Hauptquartier verwendet, um die Captains und den Ordensmeister zu beraten. Also so richtig Kampfeinsätze machen bloß in den Orden mit, entweder wenn Not am Mann ist, oder wenn sie einen Ratgeber brauchen für einen jungen Kommandanten, oder wenn sie einfach ausreichend haben. Weil das kann ich so aus dem Comic, oder aus dem Lamp-Comic, dass der die ganze Zeit, im Prinzip ging der Comic die ganze Zeit nur darum, dass man auf den Comic, auf den Cyborg gestarrt hat, wie der rumstand, die ganze Zeit so einzelne Wörterbrocken von sich gegeben hat. Und ja, die ganze Zeit so hochverehrt angesprochen wurde, bla bla. Aber es ist nicht wirklich was passiert. Toller Comic. Wirklich. Ja, also da war schon noch andere Handlungen, aber ich fand die Warhammer-Comics, die ich bisher gelesen habe, allesamt eher so meh. Also da ist so ein Marvel-Deadpool-Comic schon ein bisschen interessanter. Sag ich mal so. Ah, davon habe ich auch noch mehr. Muss meine Bücher weiterkommen. Ach, die Bücher lese ich nicht mehr. Ich habe einfach keine Gelegenheit momentan. Nein, du hast jetzt bloß eine Woche frei, was machst du? Sitzt den ganzen Tag am PC und zockst mit Sicherheit. Ja, aber ich habe da keine Lust zu lesen in meiner freien Zeit. Das ist für mich Lückenfüller. Auf Arbeit, da bin ich ja zum Arbeiten und nicht zum Buchlesen. Dann hast du den falschen Job. Nö, genau den richtigen. Weil wenn ich da Zeit habe zum Buch lesen, da ist ja was falsch gelaufen. Nee, dann kriegst du Geld fürs Buch lesen. Ja. Ist was Besseres? Ja, fürs Zocken. Okay, ich geb mich geschlagen. Ja, gewonnen. Gibt in der Mission reichlich wenig Verstärkungspunkte. Ja. Dafür viele, viele Gegner, die uns tot sehen wollen. Was ist schlimmer? Beides als Kombination ist schon ziemlich schlimm. Stimmt. Oh, wenn ich hier so einen mächtigen Schlag hier mache, denn die Macht der Alten mit dem Cybot, da ist hier gerade die Gegend zerflogen. So eine Tentakel ist gerade oben abgebrochen. Sehr cool. Nettes Detail. So, jetzt mach halt mal bitte einen Fernkampfangriff. Haltung umschalten. Das vielleicht? Ah, das sieht gut aus. Das funktioniert. Jetzt ist er rein auf Fernkampf. So, da räuchere ich hier hinten noch die Gegenden aus und dann treffen wir uns dann an der Dingens, wie ist das? Kommunikationsfeld. Da ist übrigens schon mal ein Vorgeschmack auf den Boss Gorwatza.
Der hat nämlich auch so einen Panzer. Haut rein. Alter Schwede. So schnell kann ich mich gar nicht. Was hat denn der für eine Schussfrequenz? Der hat Magazinkanonen. Noch nie was von gehört? Nein. Oh, jetzt kommt ja noch ein Pickup. Der hat bekloppt. Nee, nee, hab ich ja schon fast getötet. Du bist übrigens Cybert wieder auf Nahkampf stellen. Ja, ich mach schon. Oh, unerschütterliche Panzerung. Jetzt kann der Cybert nicht mehr umgeworfen werden. Haha, was für ein Schenkelklopfer. Wir müssen sie unterstützen. Ist ja umwerfend. Beziehungsweise ja eher nicht. So. Dann holen wir uns doch mal das Kommunikationsfeld. In der Zeit kann der Cybert hier unten nochmal lang gehen. Ja, ich hol mir das Gebäude. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden oh, hier. Was für Cyrus. Was für Erfahrung. Richtig Erfahrung. Ja, so ein Flammenwerfer ist schon cool gegen Orks. Kannst du nichts sagen. So. Gegrillte Pilze. Oh, hier Schwert der Reinheit. Noch eine Erfahrung. So. Jetzt sollten wir weitestgehend alles haben. Echt jetzt? Ist jetzt einer weggerannt? Ja. Holen wir gerade. Siehst du, das ist schief, dann brauche ich bestimmt immer noch, einen fliehenden Feind zu killen. Das Problem ist halt, das ist als Nahkampf etwas schwierig. Finde ich. Allerdings. Weil die halt so langsam sind und So. Jetzt geht der Cybert bestimmt gleich drauf, jetzt wo es drauf ankommt. Weil der hat noch ganze 3 Lebenspunkte. ja. Warte mal, können wir den nicht selbst irgendwie hochjagen? Nee. Shit. Könnt einen Artillerieschlag raufhauen, aber. Nee, verschenkt. Richtig. So, da dauert es ja auch nicht mit dem Ressen. Startet mein Wagen, Jungs! Zeit zum Muschen! Da ist Gorvasa! Bereit machen für Panzerangriff! Und los geht's! Aus dem Weg! Ich liebe das Gefühl von der Fleischdicke unter der Ketten. So, da haben wir gleich wieder einen Cybert. Ja, das ist schon ziemlich Daisy-like. Nur, dass wir ihn nicht in irgendwelche Fässer locken müssen. Ja, zack, gegen den Cybert geknallt. Der bleibt stand. Ausrüstung von euch würde ich nicht mal mein Wagen flicken. Ah. Dieses Fahrzeug zielt auf mich, doch ich fürchte es nicht. Ihr Schwächling seid nix. Das war nicht gut. Kanonenbeschuss, räumt den Bereich. Blutspritz. Und der geht eigentlich an sich. Wenn ich nicht so langsam wäre. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Disziplin oder Tod. Zack. Doch, passt eigentlich. Na komm, jetzt haben wir ihn gleich. Auf die letzten Meter kriegt man. Ja, vielleicht überlebt sogar noch der Cybert. Ja. Doch. Zack.
Natürlich ist durch meine Panzerung gegangen. Machen meine Dharma da hinten. Der Ork ist tot, aber der Schaden ist angerichtet. Das Basislager liegt in Trümmern und die Tech-Priester sind tot. Und wieder keine Terminatoren-Rüstung. Oder habe ich was verpasst? Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Naja. Ich weiß nicht, hast du auf die Zeit geachtet? Haben wir noch Zeit, jetzt ein bisschen uns das Equip anzusehen, oder? Klar, kriegen wir noch hin. Okay. Das sind schlimme Neuigkeiten, Kommandant. Ohne die Scans von dem astronomischen Feld können wir die Tyranniden nicht aufhalten. Haben wir irgendwelche Hinweise, was mit den Berichten der Tech-Priester geschehen ist? Anscheinend hat das Feld die Aufmerksamkeit eines Orks namens Raisa Fetzer auf sich gezogen. Er hat die Datenplatte gestohlen, auf der die Position des Feldes gespeichert ist. Danach ist er in den Dschungel verschwunden. Kennen wir Raisa Fetzers Position? Noch nicht. Aber wir haben einen seiner Anführer gefunden. Ich lade seine letzte bekannte Position auf ihre Karte hoch. Finden und eliminieren Sie diesen Ork, Kommandant. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Echt mal. So. Aramus, der könnte jetzt die Hand der Gnade bekommen. Lohnt sich das denn, ist die Frage. Macht weniger Schaden. Ist genauso schnell. Weniger effektiv gegen schwere Infanterie. Weniger gegen Fahrzeuge. Weniger gegen Gebäude. 34 Gesundheit regenerieren mit einer 19%igen Chance. Den gehen wir Tadeus. Das ist endlich sein Schwert los. Ja, aber von diesem Trupp nicht nutzbar. Was sagst du denn da dazu? Natürlich kann Tadeus das Ding benutzen. Ach so, warte, ich habe noch Davian Tool ausgerüstet. Warte mal, wie kann ich jetzt wieder wechseln? Ach, da unten ist er. Ah. Zack. Naja, besser als dein Schwert dort zu sein war. Und das habe ich jetzt auch direkt mal weggegeben. So, ansonsten. Schwert der Reinheit. Die Schwerter, die können wir im Prinzip auch weggeben, oder? Ja, also ich nutze eh keine Schwerter. Und hier ist wieder eins mit minus 58 Rüstungswertung. Kann eigentlich dann auch weg. Ja, ja, komm. Das war die Axt, wo du mir das letzte Mal gesagt hast, die willst du unbedingt behalten, aber egal. Ja, ne, das war wegen Thaddeus, aber wenn der jetzt die Faust hat, ist ja egal. So. Die Frage ist, der... Machen wir mal bei dir weiter, oder? Mit ja, Avitus vielleicht? Avitus kann es noch nicht verwenden. Das Level reicht noch nicht. Ich sehe gerade... Schwierig. Können wir ja momentan nicht allzu viel anrichten hier. Gucken gerade wegen hier was wieder verschrotten. Ich glaube, Rüstung, Nekodas Glaube behalten wir. Für wen? Na, entweder für Tarkus würde ich nehmen. Ja. Kann er nicht bald verwenden. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Erfahrung jetzt das Geschenk von Mars bringt, ob es fürs Level abreicht. Geschenk von Mars, welches war das? Ja, plus 11% Fernkampfschaden, plus 4% Geschwindigkeit, was er halt aktuell hat. Ach so, hm. Ob das halt so geht, dass der das Level abbekommt und dann gleich die neue Rüstung nutzen kann. Ja, geht. Würde ich behaupten. Das reicht locker. Also 50% gibt es, 50 EP gibt es bestimmt. Ja, soll ich es riskieren? Ja, klar, mach. Kann ja mal gucken, ob der Bolt. Ey, das steht doch auch da, oder? Ach komm, hier, ich mach's. Das ist so auf meine Verantwortung. Glück gehabt. Jetzt kannst du noch Energie geben, oder? Was gibt's denn? Ja. Endlich Grenadier. Yay. Noch mehr Friendly Fire. Du hast es erfasst. Oh, hier, Cyrus ist wieder aufgestiegen. Och, der geil, alte Schlawiner. Schöne Sache.
Ah, schade, Thaddeus hat noch ein bisschen. Der Cybot ist schon wieder kurz vorm Aufstieg. Abitur, was machst denn du? Auf Reichweite bist du weitergegangen, ne? Ja. Wenn okay. Ab dem nächsten Level hat er dann schwere Waffenspezialist. Er braucht schwere Waffen wie Plasmakanonen oder schwere Bolter nicht mehr auf- und abbauen. Cool. Spar Zeit. Richtig. Dann würde ich sagen, können wir erstmal nicht mehr viel machen. Richtig. Aber höchstens nochmal kurz wegen der Cybot-Rüstung. Oh doch, ja, die sieht eigentlich ganz praktisch aus. Hast du dir auch die Fähigkeiten durchgelesen? Ja. Fernkampfschaden. Jeder also braucht er dann auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe, ja. Damit es sich richtig lohnt. Nee, das Problem ist, da müssten wir den Cybot halt auf Fernkampf trimmen, damit die Rüstung überhaupt wirkt. Weil immer, wenn er. Habe ich gerade gesagt. Das habe ich gerade gesagt. Achso. Dass wir eine Fernkampfwaffe brauchen, ja. Gut, dann sind wir doch jetzt immer durch eigentlich, ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, war das eine eher unspektakuläre Mission. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.